Lieber Robert Stolz, als Landeshauptmann der Steiermark überreiche ich Ihnen als einen der berühmtesten Söhne unserer Heimat unsere höchste Auszeichnung. Es ist der Ehrenring des Landes Steiermark. Aber gebt's ihn doch schon her, sonst verschwindet er ja noch. Ja, du hast doch noch einen zweiten. Ja, und zwar den Ehrenring der Stadt Graz. Wer von uns hält die Laudatio? Kinder, wenn man schon so nach langer Zeit wieder mit guten Freunden zusammen ist, sprechen wir doch lieber von der Vergangenheit. Ja. Erinnert sie euch noch an das Mädchenpensionat? Und ob! An die Vorsteherin, die Amanda. Und Dr. Thomas, den Wäschelehrer. Die Mädchen waren alle in ihn vernarrt. Ja. Und wir waren alle eifersüchtig. Da war der Lorenz, der Schuldigen, der immer unsere Briefe hin und her getragen hat. Meine, man sieht es Ihnen gar nicht an, dass Sie in der Jugend so bunt getrieben haben. Das liegt doch so weit. Ja, aber dass du dich immer noch daran erinnerst. Ja, du bist doch in der ganzen Welt herumgegondelt. Jawohl, und ich habe sogar anhand dieser Erinnerungen eine Operette geschrieben, die den Titel führt, Wenn die kleinen Veilchen blieben. Operetten sind wie Märchen. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Jawohl. Und wenn die Musik nicht vergessen ist, dann spielt man es noch morgen. Guten Morgen.